Was geschah bisher bei My Little Pony? Ich bin eingeladen in mein altes Dorf. Oh, es ist nur ein Traum. Bei meiner Vergangenheit sollte ich nie wieder etwas entscheiden. Meine Schwester und ich sind gefangen. Es ist schlimmer als beim letzten Mal. Chrysalis und die Wechselponys sind zurück. Und sie haben alle mächtigen Ponys aus Equestria entführt. Das ist Thorax. Er ist ein gutes Wechselpony. Haben Sie auch Fluttershy? Oh, ich glaube, ich habe eine konkrete Vorstellung, wo sie sein könnte. Oh, das ist merkwürdig. Wir sind hier und da ist da. Und eigentlich habe ich gewollt, dass wir da sind und nicht hier. Oh, ich kann das wahrscheinlich erklären. Nun ja, man ist nicht immer erfolgreich. Vielleicht sollten wir uns erstmal einen Plan überlegen. Puh, einen was? Das bedeutet, dass man sich erstmal überlegt, was man tut, bevor man es tut. Oh, das ist so niedlich. Naja, im Gegensatz zu dir kann ich alles machen. Ehrlich gesagt... Ja, sehr nett. Aber lasst uns keine Zeit verschwenden. Wir haben Milch und da brauchen wir sonst eigentlich nichts. Ein Drachenpony mit magischen Kräften und einem halben Hirn könnte helfen. Wieso bist du hier bei uns? Wahrscheinlich wirst du die Wechselponys kaum damit aufhalten, ein Kaninchen aus einem Hut zu zaubern. Mit meiner Magie kann ich zumindest etwas bewirken. Naja, was die Magie hier betrifft... Wie das? Für Fluttershy! Ja! Das habe ich euch zu sagen versucht. Außer Wechselpony-Magie funktioniert hier nichts. Chrysalis Thron ist aus einem schwarzen Stein gemeißelt, der fremde Magie ebenso aufsaugt, wie Wechselponys Liebe aufsaugen. So kann sie den Schwarm schützen. Also, was für einen Plan hast du dir denn so gedacht? Ohne Magie fällt mir überhaupt nichts ein. Aber da uns kein Pony helfen kann, sollte sich ein Pony was einfallen lassen. Irgendein Pony? Irgendwas? Oh. Der Turm. Wenn wir da reinkommen und ihn zerstören, können wir dann Magie anwenden? Aha. Also, das ist ein schrecklicher Plan. Wie kommen wir denn überhaupt in diesen Bau rein? Wir laufen. Ich bin seit Tausenden von Jahren nicht so weit gelaufen. Oh. Oh, ich weiß überhaupt nicht, wie ihr es aushaltet, nicht einfach zu verschwinden und woanders wieder aufzutauchen, wann ihr wollt. Tja, ich für meinen Teil kann nur sagen, dass ich es vermisse, dass du nicht einfach verschwindest. Jetzt lass bitte Discord in Frieden. Es hat niemand gewusst, dass wir hier keine Magie benutzen können. Doch, ich... Falls wir getrennt werden, sollten wir dafür sorgen, dass wir uns als die erkennen, die wir sind. Oh, durch eine Art Geheimcode. Wie wäre es denn, wenn ich sage, wir sind und du sagst verloren? Oder du sagst Rettung und ich sage... Vielleicht sagen wir auch lieber Trampeliges und du sagst Drachenpony. Trampeliges Drachenpony, finde ich gut. Das kann ich mir auch gut merken. Okay, ich bin sehr froh, dass du da bist. Ohne dich hätten wir den Weg hierher nie gefunden. Nein, bestimmt nicht. Wo geht's hier wieder raus? Hier leben Wechselponys. Alles verändert sich, wie wir. Und deshalb finden nur wir uns hier zurecht. Für Nicht-Wechselponys ist es das absolute Chaos. Naja, ein ordentliches Chaos. Ich weiß nicht, ob absolut zutrifft. Bekomme ich auch ganz wirklich meine Magie zurück, wenn wir dieses Throndingsbums zerstören? Wenn Thorax recht hat, dann ja. Na, das ist mal sehr beruhigend. Und wie sollen wir diesen Thron zerstören, wenn wir ihn finden? Ich weiß es auch nicht. Das ist nicht beruhigend. Ich nehme nicht an, dass du neben diesen unnützen Requisiten auch Thronzerstörungswerkzeug mitgenommen hast. Frag der König des Chaos, der nicht mal einen Spaziergang machen kann, ohne dauernd zu jammern. Ja, aber wenn der Thron zerstört ist, kann ich immerhin die Materie der Realität zerreißen, um unsere Freunde zu retten. Während du weiterhin eine unterdurchschnittliche und egozentrische Zauberin bleibst. Ich egozentrisch? Warte, du... Seid jetzt ruhig!
Ich reiße mich hier echt zusammen und es wäre wundervoll, wenn ihr zwei lieber helfen würdet, statt andauernd zu zanken.